Hallo und herzlich willkommen zurück. Minecraft. Minecraft. Ja. Yay. Nach langer Zeit haben wir Immer. uns nochmal hier versammelt. Ihr seht bei mir eventuell. Es ist so wundervoll. Du warst gerade, der Schluss war wieder nicht drauf. Ihr So seht wundervoll, bei habe ich mir gesagt. und dann kam irgendwann wundervoll. Ja, es ruckelt nicht mehr. Ich habe meinen PC zurück. Wir können jetzt alle eine Party feiern. Party. Wir haben leider kein Feuerwerk. So, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. So. Ja, toll. Also ich habe am Keller gebaut in den letzten Folgen und du hast dich erfolgreich verlaufen. Genau. Ich bin jetzt allerdings wieder mit einem anderen Paar hier. Es ist alles total anstrengend. Bin mir nicht sicher, ob ich das richtige Texture Pack runtergeladen habe. Hab. Bei mir kam das Hab wieder nicht an. Mob mich nicht. Na, ich mob nicht dich, ich mob, na, nicht Teamspeak, aber die Einstellungen. Ich weiß nicht, was ich mobben soll. Irgendwas. Irgendwas muss der Buhmann sein. Aber nicht du. Weiß gar nicht, beim letzten Mal hatte ich, bin mir gar nicht sicher, den Diamanten unten in die Dings getan, ne? Das ist mir jetzt irgendwie am wichtigsten, Ja, dass ich ja. den. Ja, gut. Okay. Aber daraus habe ich ja schon diesen Zaubertisch-Dingsbums da gemacht. Ja, okay. Gut. Schön das alles ist. Hübsch das alles aussieht. Das ist so krass. Meinst du einfach, dass es ruckelfrei läuft, oder meinst du wegen den Texturen? Ach so, die Texturen sind auf dem Monitor und alles. Ich kann ja jetzt auch alles, also ich habe es eigentlich bis auf Gehbewegungen habe ich alles an, schön, hübsch, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch weite Sichtweite, was ich nicht habe. Ja, weiß jetzt nicht, 12 Chunks, glaube ich, habe ich. Was ist wundervoll? Wie, was ist wundervoll? Ich habe nicht gesagt Bin irgendwas. kein. Ein Zombie. Ist bestimmt vor der Tür. Jetzt kommst du abgehackt bei mir. Echt? Ja! Das ist ansteckend. Keksi, Steffi steckt dich nicht an. Ich sag die ganze Zeit. Oh. Ist heute wieder schlimm mit mir, ich weiß. Habe ich auch noch verbaut. Kann ich eigentlich irgendwas? Ah. Aus 10.000 Zombies. Bye. So wenig? Ja, schaffst du. Aber Was jetzt macht muss er denn nicht mehr. jetzt? Was? Nee, Nee, sag doch, du wolltest was jetzt. sagen. Nee. Ich wollte nur sagen, jetzt muss nicht mehr ruckeln, geht das ja die eliminieren. Wollte ich gar nicht sagen. Jetzt. Kommt schon wieder abgehackt an. Was soll denn das? Also nicht abgehackt, einfach das, was fehlt zum Schluss. Das letzte Wort fehlt immer. Schade. Also Also ich mache was? gerade das hier mit Mit der der Erde, Erde? fühle ich gerade auch. Okay. Ich mache halt wie gesagt Keller. Steffi? Ja, ich renne hier so Ja. rum. Das ist auch schön. jetzt beginnt das wieder mit dem Schweigen. Nein, wir würden niemals schweigen. Niemals, das wäre ja furchtbar dann. Das ist ein Let's Play, da muss man ja reden. Das würden wir ja niemals machen, dann nichts zu sagen. Ja. Nein! Das hast du gemacht, doch nie. Oh nein, ich hab noch nicht im Bett geschlafen.
Ja, du hast ja vorher schon mal geschlafen, oder? Ja, aber hier bei unserem alten Dingsbumsens noch gehust. Bist du schon gespawnt? Ja. Ich denke, du wirst das niemals finden. Ich denke, es ist besser, wenn Steffi dich teleportiert, auch wenn das jetzt. Ich würde das nicht als Cheaten einstufen. Das ist ja. Das ist jetzt halt blöd gewesen. Ich mag es zu sterben, merkt man das? Ist das schön? Sterben ist lustig. Ja, kommt ja immer wieder hier. Es regnet hier bei mir. Ja, hier auch. Aber lass drin, Steffi. Wir können das nicht jedes Mal ändern. Das wäre ja, das wäre cheaten. Ja, Freunde, ne? Ja, Steffi ist schon dabei, die steht hier rum und. Ja, ich muss noch mal kurz gucken, wie das funktioniert. Ja, keine Hektik. Ich baue hier einen Baum ab. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ich tue es. Für Ressourcen. Genau. Ich werde mich mal umgucken, ob hier vielleicht irgendwo was Grünes durch die Gegend läuft. Meinst du etwa ein Creeperlein? Vielleicht. Oh, es donnert draußen. Jetzt muss ich wieder dran denken, wie meine Burg immer abbrennt, wenn es regnet. Boah, voll. Es war gerade voll schön. Ja. Mal raus, dieser rote Sonnenaufgang oder so, das sieht richtig fett aus. Boah, jetzt muss ich hier vorsichtig runter. Ja, so hau gut sein. Ich muss hier runterspringen. Wir brauchen hier unbedingt eine Treppe. Ja, aber dafür müssen wir erstmal die Erde aufschütten. Aber. So. Aber dann ist das zumindest unverfälscht, weil auf meinem letzten Stand bin ich auch gerade krepiert gewesen. Dem anderen PC. Und deshalb, ne? So levelmäßig ist jetzt alles wieder gut. Komme ich ins Inventar da? Tatsache, dass unser Haus größtenteils aus Holz besteht und es draußen gewittert, macht mir irgendwie Sorgen. Dann, ne? Ach, da oben sind auch noch Sachen von mir. Oh Gott, da war gerade ein Enderman, ich habe hingeguckt. Hilfe. Schau ihm in die Augen. Möchte das nicht. Ja, erzähl mal, jetzt wo du deinen PC wieder hast, was wirst du denn so. Willst du da etwas ankündigen, was du in Zukunft Let's Playen willst? Tatsächlich nicht, weil ich einfach Angst habe, dass das alles nicht so funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ich habe ja jetzt schon so angekündigt gehabt, was jetzt gar nicht mehr, was Okay. ich jetzt gar nicht umsetzen kann. Ich habe Dinge vor, ja, aber ich kündige sie nicht an. Werdet sie dann einfach sehen. Oh Okay. Gott, wie viel Schatten ich bitte vom Himmel. Was ich ankündigen kann, ist, dass viel TTT in nächster Zeit kommen wird. Weil Bei ich mir schon wohl eher wieder. nicht mehr so. Ja, weil ich hatte. Ich habe jetzt heute 4 Folgen hochgeladen. Und das, obwohl ich noch 3 hatte. Also schon auf YouTube hochgeladen hatte. Dann habe ich noch aus einer anderen Session habe ich auch noch bestimmt 3, 4 Folgen, 4 eher. Ja, und dann haben wir gestern wieder aufgenommen. Da habe ich auch wieder, da hatte ich die ganze, da hatte ich die Festplatte fast voll gekriegt. 29 Gigabyte noch frei gewesen. Dementsprechend langsam war der Laptop dann auch. Ja, hat auch nur 3 Stunden gedauert, alles auf die externe zu verschieben, aber habe ich halt über Nacht laufen lassen, ne? Ja, dann geht das. Ja. Das ist doch sehr gut, läuft. Aber trotzdem, wenn du dann da sitzt und hast Spaß und dann guckst du später so, huch, Festplatte fast voll geklatscht. Ja. Aber die Aufnahme lief noch, also das war. Huch, ich sterbe schon wieder fast. Oh. Heute ist aber auch der Wurm drin, ne?
Ja, ich bin so no risk, no fun und so, weißt du. Wollen wir die Treppe hier dann reinbauen, dass das hier jetzt nicht allzu. Wir haben jetzt so eine Band gemacht. Mhm. Wird das nicht allzu unnatürlich? Ja, du musst es halt so, ja, trichterförmig quasi machen. Trichter, Pyramide, wie auch immer. Ah, okay. Das ja, halt, da kann ich nicht. Also, es muss ja nicht immer. Es muss ja jetzt nicht eine Pyramide werden, sondern halt. Dass du das abwechselnd machst. Mal machst du zweier Höhe, mal einer Höhe, aber so, dass du halt einen Weg lässt, wo du dann später auch wieder hochfindest. You understand me? Ja, aber ich dachte, wir machen das jetzt so richtig mit Pool und sowas. Ach so, So mit Stein und Geländer. Ja gut, das können wir dann ja später dann halt reinmachen. Dann versuch ich jetzt einfach den Berg so gut wie möglich hinzukriegen. Und dann haust du dann später da selber noch mit Steinen eine Treppe rein. Du kannst da später noch was wegmachen, wieder was hinmachen. Wir machen das ja massiv. Wir machen ja keinen Fusch am Bau hier mit Hohlräumen und alles. Ist ja alles massiv hier. Massiv. Übertreibe ein wenig, ich muss es kleiner machen hier unten. Wer sind da gerade nach Hause gekommen? Ich. Ist immer noch Nacht oder ist es nur Tag und es regnet draußen? Frage. Hast du auch eine Antwort darauf? Schade. Reden. Was habt ihr heute gemacht? Ich habe heute den ganzen Tag schön zu Hause gesessen, weil bei uns ist so viel Schnee gefallen, das ist so ätzend. Gar kein Schnee. Ja, ist doch bei uns schon, aber es ist halt relativ schnell geschmolzen. Bei uns liegt immer, ich glaube, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es jetzt noch schneit, aber ich denke mir so, es ist Ende Januar, ich möchte das nicht mehr. Geh weg. Verpiss dich, ich habe keinen Bock auf dich. Der ist einfach so, was will der denn jetzt hier? Das war ja doch richtig. Ich habe ja doch was richtig gebaut hier. Sieh mal an, es geschehen noch Wunder. Ja, wie gesagt, wir wollten heute aber auch nirgendwo hin, ne? Wegen meiner Schwester halt, ne? Dafür. Ja. Und, ja. Ich hab ja, läuft, ne? Ja. Ich habe den Montag frei, das ist schön. Und trotzdem denke ich die ganze Zeit, heute wäre Sonntag und ich müsste morgen wieder, los. Keine Ahnung, immer wieso. Los. Hm? Immer los. Immer los. Ja, nee, aber das ist ganz komisch. Auch andere haben so das Gefühl, heute wäre Sonntag oder so, als ob das eine ansteckende Krankheit wäre. Ja, zuerst, also gerade weil ich jetzt auch heute nicht rausgegangen bin, im Grunde genommen bin ich ja so, wenn ich jetzt nicht bearbeiten muss, dass ich dann so ein boah, raus und shoppen und Kaffee trinken und keine Ahnung. Und heute war einfach nur nüchtern. Das habe ich im Grunde genommen sonst nur sonntags. Ja. Will ich nicht. Füllst du das hier alles nochmal auf? Ja. Steffi bekommt Befehle. Ich hab Befehle. Mann, du kommst schon wieder so abgehakt an. Das kam jetzt nicht an, ja. Ich habe gesagt, dass ich die Befehle bekommen habe. Ach so. Dann, als ob du Steffi gerade gesagt hast, mach das.
weiß auch nicht, was sie da oben macht. Ich bin ja hier unten. Bin auch Mann, unten. Ich bin zu doof, einen Block zu setzen. Ja, aber ich bin noch ein Stockwerk tiefer. You know? Falsch machen, muss mir das sagen, ne? Nö, mach mal. Ich weiß ja nicht, was du gedacht hast. Wir müssen uns mal so Baupläne machen und so. Ja, aber eigentlich war es halt deine Idee, davon was zu machen. Und eigentlich hast du ja hier auch die Idee. Und wir machen ja nur das, was du dir gerade vorgestellt hast. Und dann nee, ist das, ist ja nicht mein Let's Play, das ist ja unseres. Ja, ja, klar, aber das war ja jetzt deine... Ich hatte halt nur die Idee, dass wir hier vielleicht mal so was wie eine Treppe machen sollten. Und dann... Ja, ja, das meine ich ja. Und Mit dem Garten... Jetzt sind wir dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Karneval ist ja bald wieder. Wie? Was? Ja, Karneval. Bald übersteuert in einem halben Monat. Ich war übersteuert. Karneval! Karneval! Ich war noch nie auf dem Karneval, ich will unbedingt mal auf. Ja, musst du nach Köln kommen, ne? Nee, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die feiern, deshalb. Könnten wir eigentlich tauschen. Sorge finden. Richtig Bock drauf, Mann. Sinnloses Besäufnis, nein. Hauptsache ein Grund dazu, ne? Alkohol trinken ist doof. Willst du jetzt versuchen, noch deine Vorbildfunktion rauszureißen, oder? Keksi? Ja, ich habe natürlich gesagt. Da kam wieder überhaupt gar nichts bei mir. Oh Mann, oh. Ich frage mich, ob man das dann bei mir in der Aufnahme hört. Oder bei dir hört man es, weil Fabs nimmt ja von deinem Computer-Sound-Dingsbums. Aber bei uns nimmt er halt den Ton aus dem TS. Und wenn im TS nichts ankommt, dann hören wir es nicht. Und in der Aufnahme wird es auch nicht drin sein. Und das ist dann halt ein bisschen doof. Das ist wahr. Auch einfach anschreien, wenn ihr mich nicht hört. Okay. Auch Erde. 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 Das wird ein neues Schimpfwort. Erde. Du bist so Erde. Erde. Ja. Oh, ich habe Fleisch im Inventar. Hä? Vielleicht noch aus das letzte Mal, wo du mit dem Charakter gespielt hattest. Oh, hier ist noch Fleisch im Dings. Ich nehme da mal ein ganz bisschen. Ja, greif zu. Oh Mann, jetzt habe ich alles rausgenommen. Ja, leg in die Kiste, die direkt neben der Türe. Also, ne, neben dem Gang, neben dem Treppenhaus, Türe, Dingsbums. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr gut. So, wie nehme ich mir jetzt nur ein paar? Nee, so viele will ich auch nicht. Ich möchte dieser Hälfte. Hallo. So, perfekt. Oh, super. Ich habe ein Bett in meinem Ding. Braucht jemand ein Bett? Nö. Hm? Ah, Mann, ich mach weg, was richtig ist. Draußen höre ich eine Spinne. Oh, das ist Nacht hier. Es ist Nacht? Du hast Angst, mhm. Hast du bestimmt gerade gesagt, ne? Ja. Ich bin wieder nicht angekommen, Mann. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn los? Der TS mag dich nicht. Nee, heute ist ganz schlimm. Ja, na gut, wird an der Technikumstellung sein. Vielleicht musst du das Headset halt noch was anderes einstellen. Sensibilität was hoch und dann das Rauschen rausfiltern mehr. Ich weiß nicht, wie hast du das eben gemacht mit dem Rauschen? Ich habe eigentlich Rauschfilter drinne gehabt, dann hast du mir gesagt, ich rausche. So habe ich den Rauschfilter rausgemacht und dann hat es nicht mehr gerauscht. Das ist mal eine interessante Sache. Ja, ne? Das sehe ich genauso. Es ist Nacht. Eine Steffi vom Himmel. Oh, fang sie auf. Dann darfst du dir was wünschen. Ein Komet. Ja, stimmt, Steine und so, ne? Also, bei Kometen muss ich jetzt wieder an Starbound denken. Nein. Wollen wir das heute fortführen? Was denkst du? Wenn man will. Kommt drauf an, wie lange wir halt aufnehmen. Ja, also wir müssen ja. Also wir werden ja bestimmt nicht bis Mitternacht aufnehmen, also das. Ich hab Zeit bis.
Wir brauchen halt nur Folgen bis bitte zweite Woche. Ja. Damit nicht wieder so etwas passiert wie gestern. Genau, das ist unentschuldbar. Aber ich habe ja mich einer Alternative gewidmet, und zwar einen letzten Test aufzunehmen. Nämlich. Nee, bei mir hat ja zuerst auch wieder die Technik gesponnen bei meinem wundertollen PC. Irgendwie, ich musste den heute platt machen. Vor allem musst du nachher mal gucken, dass du den Ton irgendwie anders einstellst. Vielleicht die Sensibilität nochmal ein Stückchen höher. Weil jetzt ist ja halt auch gar kein Rauschen drin. Ich hab auf ganz hoch alles. Alles auf ganz hoch? Ja. Vielleicht hast du einfach nur ein sensibles Stimmchen. Wir sagen ja auch immer alle, ich rede zu leise. Ich habe ja diese Spracherkennung drin. Vielleicht ist es tatsächlich das. Vielleicht. Ja, dann lass einfach Dauer an, wie auch immer das heißen mag. Also, weißt du, was ich meine? Dauer senden könnte dann schon wieder rauschen. Ja, aber dann würde es ja auch rauschen, wenn du jetzt sprechen würdest. Aber es rauscht ja nicht, wenn du sprichst. Weißt du? Bin verwirrt, ja. Dann hört ihr, wenn ich über euch ganz leise lästern. Das würden wir auch hören, wenn wir uns deine Aufnahme angucken würden. Ah, das tut ihr aber nicht. Nein, das, als ob ich sowas tun würde. Und zu den Garten, wollen wir den hier schon machen oder wollen wir das ganz absenken? Also so ganz zum Berg machen. Was? Ja, also Keksi null Plan. Hier die gerade Fläche für den Garten machen oder wollen wir das unten machen? Also ich dachte, der Garten kommt da oben hin. So, oder so. Da dachte ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, weil wir das da ja so eingedingstert haben oder wo. Ja, das können wir auch machen. Hoch. Dass wir dann hier das einfach nur noch so irgendwann so bergig aussehen lassen. Allerdings bin ich im Terraforming ganz schlecht. Daran bin ich eigentlich gut, aber ich mache halt wie gesagt gerade den Keller. Du musst Prioritäten setzen. Nein, das war falsch. So, das kann ich nicht. Okay. Nee, schon. Wundert euch nicht, wenn von außen so ein bisschen Stein rausguckt. Das müssen wir später noch mit Erde verkleiden. Das ist unentschuldbar. Ey, sag mal nix hier. Ja, jetzt kam es schon bei uns an, ne, der Ton, und dann war die Stimme einfach weg. Ja, es ist... Ich habe hier manchmal so ein Flimmern irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das hatte ich die letzten Aufnahmen eigentlich nicht. Ich habe nichts umgestellt. Merkwürdig. Ja. Aber solange es nur beim Flimmern bleibt. Was genommen? Nein. Hä? Wie was genommen? Ach so, ja. Ach, klar, immer doch. Ach so. Wie soll ich sonst mit euch aushalten? Oh. Nein, ich mag euch. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wollen wir uns eigentlich auch nochmal sowas wie so eine, in Anführungsstrichen, Baumfarm machen? Ja, also wir haben ja das Tal da, wir haben ja das fette Tal da tun wir ja die ganze Zeit. Baumfarm. Ich glaube, eine Baumfarm wäre jetzt nicht so spektakulär. Wir könnten uns eine Tierfarm machen, wenn wie die Tiere dahin gelockt werden. Nennt man das nicht Baumschule eher? Ja, Baumschule, aber das ist ja jetzt egal. Lass mich! Solange du weißt, was ich meine, ist doch scheißegal, was ich sage. Das stimmt. Gar nicht so scheiße aus, was wir hier machen, ne? Sieht so gut aus. Wie können wir tatsächlich so eine kleine Plattform lassen? Irgendwie? Dann kann man hier so rausgucken oder so. Dann gucken wir, dass wir die Treppe hier so wendeltreppenmäßig runtergehen lassen. Du willst eine Wendeltreppe zum Haus? Wenn du das hier sehen würdest, dann könntest du dir das jetzt ganz toll vorstellen, wie ich das meine. Ja. Oh, wir nehmen übrigens 24 Minuten auf. Ja, dann werde ich mal kurz rauskommen, um zu gucken, wie ihr das denn so meint. Und dann können wir die Folge beenden. Ne? Weil 20 Minuten ist Standard. Ja, und jetzt haben wir eine XXL-Special-Folge, weil die ja jetzt ausgefallen ist. Achso, das heißt, wir nehmen noch ein bisschen ab. Achso, das meinst du mit Plattform, du jetzt gucken. Und dann hatte ich gedacht, vielleicht, dass man die Treppe dann hier so runter macht. So zwei, drei Blöcke groß.
dann kann man hier ja sagen, oh, hier kann man so eine kleine Plattform irgendwie machen und dann geht die Treppe hier irgendwie so weiter runter und dann da so wieder weiter runter. Mhm, ich weiß, wie du meinst. Oder so in der Art zumindest. Dann irgendwie. Die Unterwendeltreppe hatte ich mir nur vorgestellt, dass wir mehrmals im Kreis so machen. Aber nee, ja, doch, klar, das ist auch Wendeltreppe, klar. So habe ich es jetzt noch nicht irgendwie... Ja, halt nur in größer. Ja, so. Da hinten ist ein Enderman. Ich möchte das nicht. Du willst da nicht hingucken? Guck mal, er ist weg. Da ist ein Zombie da rechts. So. Ja, wir wollten ja noch nicht aufhören, hast du gesagt, ne? Ich weiß nicht, bis wann wollen wir dann, jetzt haben wir 25 Minuten. Ist 25 Minuten nicht auch schon Überlänge? Nee, keine Ahnung. Also, hab ich ja gesagt. Also, ja. Das ist 20 Minuten Folge. Ist Standard halt, ne? Genau, und dann habe ich gesagt, ja, wir haben XXL-Folge heute. 5 Minuten länger, XXL-Folge hier, ganz ja! groß. Na gut, dann machen wir Abmoderation hier oben, ne? Ja, Abmoderation. So, Abmoderation. Ich muss eine Abmoderation machen. Oh, style deine Haare noch schnell. Bisschen Puder drauf, warte, ich helfe dir. Auf die Haare, oder was? Puder auf die Haare. So. Könnte man jetzt mal mein... Ich glaube, ich bin ein bisschen blonder und ein bisschen blauäugiger jetzt. Ja, und der Pulli ist halt lila statt blau. Bei mir ist der blau, ich weiß nicht. Aber deine Haare sind jetzt auch heller, meintest du, in RL, ne? Ja, in RL bin ich jetzt auch blonder geworden. So, ich habe übrigens ein Kreuz auf der Stirn. Was, ein Kreuz? Ja, dieses Dingskreuz. Dingskreuz? Bauskreuz, Dingskreuz. Ich weiß, was sie meinte, schon okay. Ach, Fadenkreuz. Ah. Ja, genau, wenn man das hier so nennen möchte. Ich habe ja keine ja. in der Hand. So, ne? Also das war eine tolle Folge. Ja, das war's. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten. Ganz viel Spaß und hoffentlich ihr auch. Und wenn ich eine Abmoderation mache, labern wir nicht dazwischen. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und... Bis zur nächsten Folge. Nick steht in mir, das finde ich scheiße. Also ich habe dir genau in die Augen geguckt. Tschüss.